Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind jetzt auf unserem Inform-Team, haben ja noch kein Spiel mitgemacht, deswegen wollen wir das jetzt mal machen. Und mal gucken, wie die Jungs so abgehen. Ich habe ja heute Morgen im Let's Play schon erwähnt, dass ich schon zwei Spiele gemacht habe. Einmal das Finale und dann einmal die erste Runde oder was es war. Ja, beide Spiele gewonnen. Jetzt nicht so überragend wie mit dem anderen Team zum Beispiel, aber ich denke mal, das sollte klar sein. Ich meine, die Spieler haben halt von ihren Werten jetzt nicht die überragenden Werte wie. Also es gibt, sagen wir mal so, es gibt bessere Goldspieler auf fast jeder Position. Aber im Allgemeinen hat mir das Team relativ gut gefallen. Auch Varane, der natürlich nicht ganz so schnell ist für einen Innenverteidiger in der Dreierkette. Aber der hat ganz gut gespielt. Allerdings muss ich das Team auf Defensiv, hoher Druck und Teampressing spielen. Weil auf ausgeglichen sind die mir ein bisschen zu weit nach vorne gerückt. Und dann kommt Varane halt nicht mehr hinterher mit seinen 65 Pace. Aber nach vorne hat sich das dann trotzdem sehr gut spielen lassen. Und deswegen schauen wir mal, ob das auch im Let's Play der Fall ist. Dafür müssen wir nur erstmal einen Gegner finden. Und vor allem müssen wir einen Gegner finden, der eine ordentliche Latenz hat. Weil ich habe jetzt keinen Bock, wieder hier rumzulaggen und mich nur aufzuregen. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Eben wurde ich schon wieder zweimal von EA-Servern runtergeschmissen. Also ich hoffe mal, das ist jetzt nicht der Fall. Es braucht auch schon wieder relativ lange, um hier einen Gegner zu finden. Das gefällt mir auch nicht. Ah, es ist echt zum Kotzen, aber was will ich machen? So, jetzt vielleicht hier ein Gegner. Na? Ich hoffe jetzt nur, dass es sich nicht wieder aufgehangen hat. Das passiert nämlich auch öfters bei diesem weißen Bildschirm hier. Nee, unten kam noch so ein Ladesymbol. Und ja, jetzt haben wir da einen Gold. Hier nehmen wir das. Er weiß, sehr schön. War auch grün, also sollte das eigentlich klappen. Was, Roma Sexual oder sowas? Ja, gegnerisches Team. Ja, alles so ein bisschen irgendwie. Iniesta, Jordi Alba. Götze, Reus, Özil, Di Maria, Rossi, Ogbonna, Chiellini, Abate, Marchetti. Haben auch alle neuen Chemie, also er weiß, was er macht. Ja, das ist Spanische Liga, Italienische Liga und Deutsche Liga. Ja. Sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, was wir da holen können. Ist natürlich auch wieder eine sehr starke Verteidigung, gegen die wir da anlaufen. So, Teampressing, nein. Teampressing, hoher Druck. Ja, jetzt scheiße. Jetzt habe ich mich ein bisschen zu sehr hier auf die Einstellung konzentriert. Das war natürlich jetzt hier ein richtiger Fail. Ja, sehr schön hier von Miranda. Ich musste noch auf sehr defensiv, nicht auf sehr defensiv, sondern nur auf defensiv stellen. Hier. Ah. Oh, war mit dem linken, aber war gar nicht mal so schlecht hier von Benar. Hübsches Ding. Ich weiß gar nicht. Rickfoot hatte, glaube ich, nur 3 Sterne. Und ich konnte bisher auch noch nicht so die Schüsse mit ihm raushauen. Gegen die Gegner, gegen die ich gespielt habe, die waren gar nicht mal so schlecht. Und da haben dann eher die Stürmer die Tore gemacht. Ich weiß nicht. Benar hat, glaube ich, ein Tor gemacht. Jetzt hier drüben auf Falcao. Mitnehmen zur Seite. Nee, wird noch nichts. Aber jetzt. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, da hat er irgendwie so ein Dribbling angesetzt. Benar? Scheiße. Kann man mal machen mit ihm. Ich meine, sein normaler Schusswert ist ja nur in Anführungszeichen auf 79. Aber so die einzelnen Schusswerte sind halt relativ stark. Aber vor allem halt der Longshot natürlich. So, Song, du müsstest dich jetzt mal ein bisschen pushen. Ich meine, bist du auch eigentlich schneller als De Rossi? Ja. Kann das Ding aber leider nicht im Spiel halten. So, nach hinten, okay. Benal, da sieht man es auch, der geht auch mal ganz gerne mit zurück ein wenig. Ah, Abate. So, und jetzt schicken wir mal hier vorne Benal durch. Ja, eben sah die Situation dann anders aus, wo ich den Pass ausgeführt hatte, war es dann nicht mehr ganz so schlau. Aber das kennt ihr sicherlich, dass sich so eine Situation ganz schnell mal ändert. Ja, ich dachte, jetzt geht er eigentlich über die Außen. Weil wenn ich hier auf normal defensiv stehe, dann läuft das mit Varane relativ gut. Sein Positioning ist echt sauber. Oh, alter Vater, wie hält der Torwart den denn noch so crazy? Ah, shit, ich schieße die Dinger hier eigentlich mit Benar. Weil der hat die richtig geil drauf. Da sieht man allein schon bei so einer Ecke, dass er halt wirklich krasse, ja, Freistoß, Pass, Effetwerte etc. hat. Hüpf. Sehr schön.
So, nach hinten. Ah, verdammt. Kein guter Pass nach hinten hier. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Sehr schön. Ja, er versucht ja als einen Ball durchzulassen. Eigentlich ist es gegen mich nicht so, ja, von Erfolg gekrönt. Hier Falcao durchgeschickt. Falcao. Oh, alter Vater. Ja, okay, Abate hat ihn natürlich krass gedrückt. Abate ist ja auch um wenig sehr viel schneller als er. So. Ja, okay, Martins, da können wir jetzt... Da, aber da ist er frei durch gewesen und Benar macht hier das 1:0. Sehr schön. Ich wollte gerade noch sagen, Benar läuft sich sehr geil frei. Allerdings ist es auch öfters der Fall, wenn er dann noch ein bisschen laufen müsste. Und das ist halt mit seinen 69 Pace ein kleines Problem. Da wird er halt von den meisten Verteidigern noch abgefangen. So ein Ding natürlich kann er dann trotzdem machen, wenn er genau vorm Tor steht und nur noch schießen muss. So, abgefangen von Varane, sehr schön. Und jetzt hier wieder der Ball drüber. Ah, kommt fast bei Martins an, schade. Ja. Ich sag, glaube ich, ziemlich oft Martin. Er heißt natürlich Oberfemi Martins. Aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So, sehr schön. Benar. Und jetzt hier außen nochmal. Sehr schön. Jetzt ziehen wir mal durch. Ziehen wir durch. Oh, Ogbonna ist natürlich scheiße schnell. Obwohl er im Prinzip ein bisschen langsamer ist. Wieso? Ach so, scheiße. Ja, jetzt habe ich schon wieder nicht Benar genommen. Ich bin ja so ein bisschen Eckenverraffer. Also entweder spiele ich dem Gegner mit X in den Fuß oder mache das, was ich vorher angekündigt habe, nicht. Ja, Reus ist natürlich jetzt richtig eklig. Varane ist natürlich langsamer. Jetzt hole ich einen Torwart raus. Ja, und er macht das Ding rein. Da kommst du halt mit so einem wie Varane nicht mehr hinterher. Das ist so ein kleines Problem. Konter nach einer Ecke. Sehr anfällig. Mit etwas langsameren Spielern. Ich weiß zwar nicht, warum bei Defensiv Miranda da hinten nicht auf seinem Posten war, weil eigentlich sind ja dann nur offensivere Spieler bzw. Stürmer vorne mit drin, aber irgendwie war Miranda ja nicht da. Die ganze linke Abwehrseite war ja komplett frei. So, Falcao. Oh, richtig schlechter Pass von Falcao hier. Der sollte ganz normal kommen, war auch nicht in Lauf oder so. Das ist halt so das kleine Problem, aber ich meine, das habe ich mir auch schon gedacht. Der kannst du halt nicht erwarten, dass Varane mit 65 Pace da hinterherkommt. Benar, schade. Ich dachte, den nimmt er vielleicht mit dem Fuß. Und Chimao ist, glaube ich, ein kleiner Kritikpunkt. Da habe ich auch erst überlegt, Pedro super in Form zu nehmen. Aber den würde ich lieber mal auf dem Flügel testen, auch wenn seine Workrates natürlich richtig scheiße sind mit hoch. Aber wo er das letzte Mal gegen mich gespielt hat, da war er eigentlich immer vorne mit dabei. Deswegen, müsste man mal gucken. Und jetzt hier wieder durch auf Falcao, aber der Ball, der kommt hier gar nicht von Martins. Aber er spielt mir wieder in die Füße. Boah, wen hat denn da? Di Maria, ja, okay. Ich dachte schon, hä? Das ist ein ganz schön schneller ZM. Falcao, jetzt hier auf Martins. Aber der kommt nicht durch. Chiellini. Ich habe eigentlich schon so ein paar Lücken in seiner Abwehr erkannt. Allerdings konnte ich ihn noch nicht so ganz ausnutzen. Weil er geht halt relativ aggressiv drauf. Aber auch nicht so ganz sauber, wie man hier sehen kann. Da kommt man halt mit relativ einfachen Doppelpässen durch. Zu spät abgeschlossen von Falcao. Ich habe schon viel früher gedrückt gehabt. Strafraumkante, Falcao durchlassen. Und da dreht er sich wieder um. Er läuft gar nicht auf den Ball zu. Ja, so, Falcao durch auf Martins. Okay, der kommt aber nicht ganz durch auf Martins. Ja, jetzt hier aufpassen. Ja, er versucht es halt wirklich nur mit Ball durchlassen. Deswegen, das ist relativ easy zu verteidigen. Ah, da wollte ich gleich auf die Außen spielen und der läuft mir. Also wenn ich so eine Scheiße sehe, habt ihr das gesehen? Der ist mir einfach in den Mann reingelaufen. Benar. Martins. Scheiß Schussvorbereitung. Ich muss mir den Ball einen Schritt vorlegen. Dann läuft das hier ein bisschen besser. Ja, hier spielt er mir in die Füße. Spielen wir hier rüber, Falcao, richtig schlechter Abschluss, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Benar bringt das Ding schön in die Mitte für Martins oder Falcao, also die wären beide dran gekommen. Aber der Abschluss war halt, ja, mega mies, muss man nicht drüber reden. Hier werde ich geblockt vom Schiedsrichter. Ja, hier will er den Ball vorlegen. Sein Spiel basiert eigentlich auch nur mit Reus da vorne durchzurennen, deswegen habe ich da auch noch nicht so unbedingt die Probleme mit ihm. Ich denke mal, vom Stats her sind wir auch ausgeglichen. Er hat halt nur eigentlich diesen Konter nach der Ecke gemacht. Aber das reicht halt, wenn wir auch nur ein Tor machen.
Ja, Foul von mir, okay. Martins ist da eigentlich nur durchgerannt. Aber okay. Machen wir das Ding hier. Opa, ja, Torwart. Iraisos ist bisher relativ solide gewesen. Das war vielleicht nicht so gut. Okay, gut. Haben wir trotzdem noch. Ah, jetzt ist er mal ein bisschen aggressiver mit dem Mittelfeld draufgegangen. Aber ja, da hat er sich da ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Benar auf Falcao. Jetzt mal hier auf Martins. Oder will ich den Ball durchlassen? Oh, und den macht er nicht rein, ey. Ja, Guardado, gehst du mal hinter den Ball her? Und Falcao kriegt den Ball in der Mitte nicht, weil er nicht auf den Ball zugeht. Das Tor wäre frei gewesen. Hätte nur noch köpfen müssen. Martins hat mir eigentlich bisher relativ gut gefallen, aber ja, der Abschluss eben war jetzt nicht so der Hammer. Aufpassen. Hat Benar, schade. Benar sieht man auch, der ist wirklich genau in der Zentrale. Also der bleibt immer richtig schön in der Mitte stehen. Ist auch ganz gut so. Da seht ihr es wieder. Er steht wirklich immer genau in der Mitte. Und jetzt den langen Ball auf Falcao gesucht. Weil mit Benar kann man halt leider nicht so durchrennen. Und Skillen ist mit 2 Sternen auch nicht. Das ist ein bisschen das kleine Problem. Vielleicht sollten wir einfach mal einen Longshot raushauen, wenn wir mal in Position sind. So, hier gucken. Pepe außen. Ja, irgendwie, er versucht echt nur durchzurennen. So, jetzt mal Mitte. Und jetzt hier eins weiter. Und jetzt lauf mal, Martins. Nehmen wir kurz zurück mit. Und vor Ogbonna, ey, Alter, dieses scheiß Tier. Ah, ja, er ist halt so OP. Kennen wir ja. So, schön abgefangen hier von Benar. Medel durchgesteckt auf. Und. Och ja, bitte. Also, oh, meine Fresse. Also, vorm Tor bin ich wirklich richtig krass am Failen. Martins schießt das Ding wieder vorbei. Das war sein 5. Schuss jetzt. So. Gucken. Ball durchlassen. Ja, schade. Nochmal Falcao. Ball durchlassen. Oh, ja, seine Verteidigung ist echt überragend. Und. Abseits. Ja, ich glaube, wenn er Falcao dran lässt, ist das kein Abseits. Der wäre ja auch da gewesen vor der Abwehr. So, wieder hier durch. Und jetzt nochmal hier durchgeloppt auf Benar. Ja, das ist das. Oh, sehr schön. Benar direkt abgeschlossen. Richtig schönes Ding. Ich dachte echt nicht, dass er noch drankommt, weil da hat man halt gesehen, dass er halt ein bisschen sehr langsam ist. Er kam da eigentlich gar nicht mehr hinterher. Der Verteidiger hatte kein Problem, Richtung Ball zu laufen. So, ja, ist der Gegner jetzt hier selber schuld. Also ich meine, der macht so schwachsinnige Dribbling-Moves da. Ist klar, dass ich dann irgendwann einen Ball habe. So, no, müssen wir aber nochmal nachlegen, weil so ein Ergebnis gefällt mir natürlich gar nicht. Das kann sich ganz schnell drehen und wir haben keine Zeit für Verlängerung. Sage ich jetzt mal so. Guardado. Ja, jetzt hier müssen wir mal rauspushen mit Varane. Das ist natürlich was, was sehr gefährlich ist, was ich sehr gerne mache. Aber was damit gefährlich ist. Und Martins, ach du Scheiße. Also ich weiß nicht, ob ich so krass faile. Oder ob der Martins irgendwie in dem Spiel nicht so Bock hat. Also Martins, mit dem habe ich schon einige Tore gemacht gehabt. Jetzt schieße ich auch mal mit rechts. Der hat doch auch ein. Alter, ich frage mich echt, wie ein Ogbonna mit 81 Pace, 93 Pace auf 10 Meter oder was das waren, aufholen kann. Also es ist eigentlich relativ unrealistisch, aber ja, in FIFA geht das. Ball durchlassen. Ah, okay, da ist er jetzt wieder mit Ogbonna reingepusht. Ein bisschen fail ich natürlich wieder im Abschluss, keine Frage. Aber. Ich frage mich echt, wieso der Martins als aufgeholt wird. Und er hat natürlich auch volle Fitness. Wir haben ja heute Morgen mit dem Fünferketten-Team gespielt. Und ich spiele jetzt direkt das erste Spiel mit dem Teamchen. Das heißt, er ist komplett voll. Daran kann es nicht liegen. Ja, aber manchmal gibt es auch immer so Spiele. Da sind die Leute einfach schlecht drauf. Und dann gibt es wieder Spiele, da haust du mit denen jedes Ding rein. Falcao hier über außen. Aber Chiellini ist schneller. Deswegen hier durch die Lücke auf Martins. Und jetzt. Jordi Alba da drüben. Ja, seine Verteidigung ist natürlich überragend. Er spielt sie zwar nicht überragend, sonst würde ich nicht so oft durchkommen. Jetzt aber. Ey, das gibt es nicht. Alter Vater, fuck it, Mann. Was hier los? So, Flanke. Boah, das gibt es nicht, ey. Er kriegt echt, mit seiner Verteidigung kriegt er jeden Ball. Jetzt gleich reinwerfen. Ja, okay, jetzt braucht er so lange, bis er einen Ball hat. Und wirft jetzt trotzdem automatisch ganz genau. Abseits.
Ja, verdammte Scheiße. Ich hab's mir gedacht. Ich hab, wo der Ball im Aus war, als auf X rumgehämmert. Und dann macht er auf einmal automatischen Einwurf. Oh, fuck it. Da will Varane den Ball. Das ist total homo. Da kann man dann auch nicht mehr den Spieler wechseln. Ich wollte natürlich Pepe haben, weil er näher am Ball ist und schneller ist. Aber das war jetzt nix. Hier Martins. Eigentlich schöner Einsatz, aber wenn es zum Gegner geht, bringt es dann nichts. Sehr schön. Und nochmal. Ja, Benar. Schade, der Ball kommt nicht durch. Habe ich ein bisschen zu schnell gepasst. Zu viel Hektik drin gehabt. Jordi Alba. Gib mir jetzt hier den Verteidiger. Und hier, ich kriege den Verteidiger in der Mitte nicht. Alter. Ich drücke 50 Mal auf Spielerwechsel und ich kriege hier keinen Innenverteidiger. Und ja, dann ist Jordi Alba natürlich im Prinzip frei durch, aber er hat es halt nicht ausgenutzt. Habe ich natürlich nichts gegen, aber das war wieder ein richtiger Fail. So, aufpassen hier. Sehr schön von Varane gemacht. Und jetzt mal Martins nochmal. Nein. Ja, komm. Ja, was hat er vor? Okay. Wieder Balleroberung. So, und jetzt nochmal hier durchgesteckt. Und ja, Falcao. Jetzt wollen wir hier drüben Guardado mitnehmen. Und jetzt machen wir noch ein Kopfballtor mit Falcao. Der kommt nämlich da hinten direkt. Ach du Scheiße, ey. Alter, ja, da haben wir auch wieder ein bisschen Pech hier in diesem Spiel. Falcao macht das Ding daneben und danach noch Martins, obwohl das Tor leer ist. Und Martins hat ja 5 Sterne auf dem schwachen Fuß. Ja, bitte, das wäre jetzt wirklich wieder so standardmäßig gewesen, wenn der Gegner hier noch ein Tor macht. Ja, abfangen. Ich weiß auch nicht, warum der Schiedsrichter hier nicht mal langsam abpfeift. Ja, kriegt natürlich noch einen Freistoß. Und jetzt bitte EA Logic das Ding reinmachen. Ah, nee, aus der Distanz würde das Ding, glaube ich, nicht reinmachen. Da decke ich lieber hier den freien Spieler ab, damit er nicht irgendwie in den Strafraum dribbeln kann. Also vor so einem Schuss habe ich. Nee, war klar eigentlich. Auch noch mit De Rossi. Ich weiß jetzt nicht, ob er Freistoß-Stats hat, aber. Ah, ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht so Schiss vor diesem Freistoß. Iniesta. Ja, Iniesta kann dribbeln. Aber hier abgefangen, Pepe mal drauf. Und jetzt, oh, sehr schön von Varane nochmal. Jetzt müsste das Ding eigentlich durch sein. Ich gucke nochmal hier, Guardado. Ja, das Ding ist durch. Das hat wieder ein bisschen von meinen versauten Chancen gelebt, dieses Spiel. Benar musste es entscheiden. Meine anderen Testspiele, da hat Falcao und Martins, sie haben relativ ordentlich geknipst. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Benar, ja, okay, es waren jetzt keine spektakulären Tore, aber er war halt immer am richtigen Fleck und ja, hat die Dinger dann auch gemacht, im Gegensatz zu Martins, der meiner Meinung nach deutlich einfachere Schüsse drauf hatte. Ja, Benar 9-7, Falcao 8-7, ja, Martins nicht so pralle, ne? Schüsse aufs Tor, 1 von 8 hat der Martin aufs Tor gebracht. Falcao 3 von 4, Benar 3 von 5. Ja, Pässe ist Benar eigentlich immer Gold bei mir, also der mit den meisten Pässen. Das ist ziemlich auffällig und auch relativ gute Passquote. Ja, Dribblings sieht man auch, 11 von 11. Sehr solide. Gucken wir nochmal ganz kurz die Spielstatistik an, die Spieldetails. Ja, 17 zu 7 und er 4 zu 3. Ja, ich denke, wir waren definitiv überlegen und müssen hier auch mehr höher gewinnen, meine ich. Er war in der Abwehr eigentlich wirklich schlecht, aber ich habe wieder so eine miese Chancenverwertung gehabt. Guckt euch vor allem mal hier bei den 17 Schüssen an, wie viele davon im 16er waren. Und davon gingen anscheinend 10 neben das Tor. Ja, ich meine, ich bin am Wochenende meistens gar nicht eingespielt, weil Freundin da und da zocke ich halt nicht so viel. Aber das war jetzt schon wieder ein ziemlich failiges Spiel, aber wir haben gewonnen. Und ich sage ja immer, es geht nur ums Gewinnen hier. Ja, also natürlich geht es um Spaß, aber ich meine, wenn man am Ende gewonnen hat, dann ist es Latte, wie oft wir daneben geschossen haben. Wenn man verliert allerdings, dann sollte man ein bisschen anders bewerten. So, haben wir auch gewonnen, das Ding wieder so relativ knapp. Also bin ich eigentlich gar nicht so gewohnt, aber ist halt so. Hauptsache gewonnen. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Das wäre es von mir gewesen. Macht's gut. Ciao.